Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich möchte zu Beginn anerkennen, die Kompetenz der AfD in Sachen Volksverhetzung ist über jeden Zweifel erhaben. Das beweisen Sie, wenn Sie Menschen rassistisch beleidigen. Das beweisen Sie, wenn Sie ganze Religionsgruppen verunglimpfen. Das beweisen Sie in Chatgruppen, in Ihren Reden und in Ihren Anträgen. Sie, Herr Mayer, Sie empfinden eine Anzeige wegen Volksverhetzung, es ist ja darauf schon Bezug genommen worden, die Beleidigung von Noah Becker, nach eigenem Bekunden sogar als Auszeichnung. Und Herr Mayer, hören Sie auf zu lügen, wenn Sie sagen, es gab noch nie eine Verurteilung eines AfD-Politikers wegen Volksverhetzung. Erst kürzlich wurde der Berlin-Lichtenberger AfD-Abgeordnete Kai Nerstheimer zu 7.000 Euro Strafe wegen Volksverhetzung beurteilt, weil er in Facebook gegen Homosexuelle gehetzt hatte. Das ist die Wahrheit über Ihre Partei. Heute wollen Sie eine der wenigen Institutionen angreifen, die Minderheiten gegen Ausgrenzung und Diffamierung schützt. Was hätten wir anderes von notorischen Rassisten erwarten können? Sie wissen inzwischen ganz gut, dass die beste Position heraus, aus der Sie argumentieren, die Opferrolle ist. Sie behaupten, von Ausgrenzung betroffen zu sein, wenn nationalistischer Hetze keinen Raum gegeben wird. Sie plärren über verletzte Meinungsfreiheit, wenn Sie nicht unwidersprochen rechte Propaganda verbreiten dürfen. Und Sie entehren das Andenken an Millionen im Nationalsozialismus Ermordete. Sie besitzen die Dreistigkeit, das Verweisen aus einer Kneipe mit dem mörderischen Antisemitismus der Nazis gleichzusetzen. Was Sie wollen, und dazu gehört auch heute der Gesetzentwurf, ist die Manipulation der Erinnerung in Vorbereitung einer autoritären Zukunft. Ich habe eben den Zwischenruf Hetzerin gehört. Den rüge ich. Ich weiß nicht genau, wer es war, das wird das Protokoll feststellen. Ich rufe Sie damit zur Ordnung. Wir werden dies alles nicht zulassen. Wir werden immer daran erinnern, dass es seit je und eh zur Propaganda der Rechten gehört, sich selbst auf Opfer zu inszenieren und die eigentlichen Opfer aus der Aufmerksamkeit zu verdrängen. Und diesen Opfern will die AfD nun den Schutz entziehen, indem der Fokus des Gesetzes verzerrt wird. Klar, wenn es nach Ihnen ginge, gäbe es gar keine Gesetze gegen Volksverhetzung. Und da haben wir dann auch schon die nächste Lüge von Herrn Mayer. Er hat eben hier gesagt, niemals wollten wir den § 130 gänzlich abschaffen. Am 23.03. werden Sie bei Tag 24 zitiert. Vor diesem Hintergrund wäre es an und für sich konsequent, den § 130 zu streichen. Und in einem anderen Interview fordern Sie auch erneut, man müsse den § 130 komplett streichen. Hören Sie auf zu lügen. Wir wissen, dass Sie den 130 abschaffen wollen und heute eben nur Kreide gefressen haben. Und warum wollen Sie den 130 abschaffen? Und warum greifen Sie es Ihnen an? Weil wenn er nicht bestehen würde, dann könnten Sie ganz ungehindert, wie es Ihnen beliebt, gegen Behinderte, Flüchtlinge, Juden, Moslems und Linke hetzen. Das Unwort begleitet die Untat. Das zeigt auch die Geschichte des Paragraphen. Das Gesetz gegen Volksverhetzung reagiert auf eine Welle antisemitischer Gewalt in der BRD der 50er Jahre, darunter die Schändung der Kölner Synagoge. Eine interessante Parallele zu heute ist übrigens, dass sich die Deutsche Reichspartei, nachdem bekannt wurde, dass die Täter Parteimitglieder waren, eiligst distanzierten und gegen Antisemitismus aussprachen. Auch heute distanziert sich die AfD öffentlich von Rassismus und Antisemitismus. Damals wie heute gilt, wir glauben ihnen kein Wort. Wir glauben denen, die Angst vor ihnen haben. Wir glauben denen, die Angst vor ihnen haben, weil die AfD die Brandreden halten und andere Leute die Brandsätze werfen. Und solange Sie und Ihresgleichen Brandreden halten, brauchen wir ein Gesetz, das die Opfer dagegen verteidigt. Sie lieben die Angst und können gar nicht genug davon kriegen. Wir aber wollen eine Gesellschaft, in der alle ohne Angst verschieden sein können. Und in der es für alle Platz gibt, außer für die Hetzer und die Hetze.
Nächster Redner, rechte Rednerin ist die Kollegin Kanan Bayram, Fraktion Die Grüne. Versuchen Sie nicht mit dem Sitzungspräsidenten zu diskutieren. Das ist völlig hoffnungslos, auch nach den Regeln nicht vorgesehen. Nein, nein.